Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinen Neuzugängen für den August 2018. Noch ein bisschen mit angeschlagener Stimme, aber ich habe es euch ja in der Bücherwoche erzählt, dass ich die Woche vorher ja leider krank war, ich auch eine Kehlkopfentzündung hatte. Es ist soweit alles in Ordnung, mir geht es heute am Wochenende auch wieder sehr, sehr gut. Das Schlappsein, diese Erkältung, das alles, die Bronchitis ist alles weg, nur die Stimme ist noch nicht hundertprozentig wieder da, aber das ist, denke ich, nicht so schlimm. Es ist auch mal ganz spannend zu klingen wie Bonnie Tyler, wer die noch kennt. Ja, so kommt man sich ein bisschen vor. Nur das so zur Erklärung, falls ihr euch wundern solltet, warum ich denn vielleicht ein bisschen anders klinge als sonst. Ja, der August war tatsächlich anfangs ein sehr guter Neuzugängemonat, weil relativ wenig eingezogen ist. Ich wusste aber schon durch die Neuerscheinungen im August, dass einiges Neues, Spannendes im Grunde bei mir einziehen wird. Und dazu auch noch ein bisschen was Überraschendes einziehen wird. Und es sind 16 Bücher geworden. Es sind 4 echte Bücher geworden, die auch neben mir liegen. Es sind 10 E-Books geworden und 2 Hörbücher. Und ist auch schon ein bisschen was davon gelesen, was ich auch wieder ganz schön finde. Aber ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit den Büchern, die neu bei mir eingezogen sind und warum. Und bei 16 Büchern, denke ich, legen wir einfach direkt los. Auf das erste Buch, Zerrissene Erde von N.K. Jemisin, hatte ich mich mega, mega gefreut. Denn es soll ein Fantasy-Endzeit-Saga sein von einem New York Times Bestseller-Autor. Ich weiß nicht, ob er das mit dem Buch wurde oder schon vorher in Amerika bekannt ist. Mir hat der Autor leider noch nichts gesagt, denn wir haben hier eine sterbende Welt und unser Protagonist ist sehr verzweifelt, denn ihre Tochter, nein, die Protagonistin, denn ihre Tochter wurde von Leuten festgehalten und sie möchte eben ihre Tochter aus den Händen eines Mörders retten und das eben alles in dieser sterbenden Welt, die uns umgibt. Denn es quillt wohl irgendwie Lava heraus und die Welt zerreißt wortwörtlich und so versucht sie jetzt eben das nackte Überleben auch darauf zu setzen, im Grunde ihre Familie zusammenzuhalten. Und ich finde das mega spannend, dass wir hier wohl eine Art Roadtrip haben werden durch diese zerrissene Erde, also dass wir wahrscheinlich vor Ort sein werden, wo etwas passiert, wo sich die Welt zerreißt und eben hier diese Mutter haben, die ihre Tochter retten möchte und das alles wahrscheinlich vor einer wahnsinnig spannenden, coolen, ja auch wirklich interessanten Kulisse und ich bin mega, mega gespannt. Ich mag Endzeit-Thriller, Endzeit-Dystopien-Geschichten, ich finde das immer sehr spannend, interessant, weil ich das Gefühl habe, wenn es um die Endzeit geht und die Welt zuvor dem Abgrund steht, dass die Menschen dann wahrscheinlich einfach sie selbst werden und alle Masken abfallen. Deswegen lese ich solche Bücher immer unglaublich gerne, um so den direkten Menschen das tiefste Innere sozusagen zu sehen. Und damit meine ich gar nicht, dass immer die Menschen böse oder schlecht werden, aber das finde ich mega spannend. Daher freue ich mich auf dieses Buch. Dann wurde mir von Anja Saskia Bayer ihr neues Buch Träume der Provence zugeschickt. Ich bin hier in so einer Autorengruppe mit drin, also natürlich als Blogger. Und das sind ja also die vom roten Sofa, die man ja so schön kennt, auch von den Buchmessen. Und das ist eine Gruppe von Autoren und dazu gehört Anja Saskia Bayer auch. Und wie es der Titel schon sagt, sind wir hier eben in der Provence. Es wird eine Wohlfühl-Sommergeschichte sein, auf die ich mich jetzt im September auf jeden Fall freue. Denn ich möchte sie im September lesen, um den Sommer, den ich so liebe, auf jeden Fall noch im Grunde zu verlängern. Und an einem schönen, ich denke noch sonnigen Wochenende, den man ja durchaus im Spätsommer, Frühjahr, Herbst haben kann, passt dieses Buch bestimmt perfekt. Dann habe ich glaube, bei dem Berlin-Termin, wo wir mit den Kingsianern dort waren, habe ich Auslöschung entdeckt von Jeff Vandermeer. Das ist der erste Teil der Thousand Reach-Trilogie. Und mich hat das Cover unglaublich angesprochen und auch der Klappentext. Und dann ist dieses Buch jetzt auch dankenswerterweise bei mir eingezogen. Ich habe es mir als E-Book besorgt, wollte es eigentlich auch direkt im August lesen. Irgendwie, ich glaube, dann am Ende kam meine Krankheit dazwischen, sodass ich ja dann nur noch gehört habe. Denn das Buch wurde ausgezeichnet mit dem Nebula Award, mit dem, das ist der große Fantasy Award. Und es soll eben so sein, so rätselhaft wie Lost, so furchteinflößend wie Lovecraft und so beklemmend wie Kafka.
Und ich finde diese Mischung unglaublich interessant, denn wir haben hier eine geheimnisvolle Flora und Fauna, die ebenso makellos wirkt wie verstörend. Und es ist ein Gebiet an der amerikanischen Küste, wo vor 30 Jahren ein mysteriöses Ereignis stattgefunden hat. Und es gibt 11 Expeditionen, haben im Grunde versucht, Antworten zu finden und begreifen es aber nicht. Und so kehrt jetzt eben die 12. Expedition dahin wieder zurück, um im Grunde sich dem Grauen zu stellen. Und das klingt wieder mega, mega geil. Ja, ich fand Lost als Serie doch sehr, sehr gelungen. Mir hat die sehr gut gefallen. Ich kann mit vielen Wendungen darin im Nachgang nicht so viel anfangen. Auch das Ende ist etwas, was für mich die ganze Serie kaputt gemacht hat. Ich weiß, dass es das, also da, entweder man liebt es oder man hasst es. Ich hasse es leider. Und fand aber diese ganze Stimmung, die da herrschte, mega, mega spannend. Und so ein bisschen was erwarte ich mir einfach von Auslöschung. Und wenn es dann noch so etwas Merkwürdiges hat, was Kafka in seinem Schreibstil hat, dann kann dieses Buch gefühlt nur gut werden oder natürlich kompletter Irrsinn. Das ist ja bei Kafka, liegt ja Wahnsinn und Genie auch sehr nah beieinander. Dann ist das neue Buch von Ursula Poznanski bei mir eingezogen, Thalamus. Das ist mir vom Verlag zugeschickt worden, ein Jugendbuch. Und ich habe ja gerade im letzten Jahr und auch in diesem Jahr natürlich, also letztes Jahr habe ich sie entdeckt, seitdem immer wieder gerne Poznanski gelesen und habe mich hier auch auf Thalamus gefreut. Hier geht es ja um einen Jungen, der einen Motorradunfall hat und sich im Grunde nicht mehr bewegen kann, nicht reden kann und der in der Klinik landet, die ein bisschen merkwürdig erscheint und sein Zimmernachbar im Koma liegt, aber nachts auf Wanderung geht und er kann das eben keinem erzählen, er kann sich nicht mitteilen. Auch all die anderen merkwürdigen Dinge, die in dieser Klinik geschehen, kann er im Grunde nicht greifen, er kann nicht drüber sprechen. Mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es wieder mega spannend. Ich fand leider den Protagonisten und auch die Nebencharaktere ein bisschen blass und austauschbar. Und auch manches, selbst wenn es eine Antwort auf die Fragezeichen gibt in meinem Kopf, fand ich manches ein bisschen, wo ich dachte, ob das nicht irgendjemand doch hinterfragen würde. Es war sehr, sehr gut, es war sehr spannend. Ich habe es, glaube ich, an einem Sonntag weggelesen oder an zwei Tagen, also in zwei Schüben. Es ist wirklich sehr spannend und war wieder ein ganz toller Poznanski. Auch das nächste Buch habe ich schon gelesen, Oracle Year, tödliche Wahrheit, von Charles Soule, ein Science-Fiction-Thriller, würde ich es jetzt einfach mal nennen, wo eben ein einzelner Mann die Wahrheiten der Zukunft in den Händen hält. Also er weiß genau, wann ein Flugzeug abstürzt, wann eine Katastrophe geschieht und sein Leben verändert sich so ein bisschen durch diese Wahrheiten und es stellt sich halt sehr oft die Frage, wem gibt man diese Informationen, mit wem spricht man darüber, wem gibt man das weiter, wohin hat man das Vertrauen, damit es auch für die Opfer eingesetzt wird und nicht dagegen. Und es war unglaublich spannend, es war eine sehr innovative Idee, es war packend, mitreißend, hat mir unglaublich gut gefallen. Es wirkte leider an mancher Stelle sehr konstruiert und gewollt, also so aller, dass man unbedingt noch einen draufsetzen wollte, aber ich fand es wirklich toll und war für mich wirklich ein kleines Highlight. Dann ist das neue Buch von Amy Harmon bei mir eingezogen, Green and Blood. Und das ist der zweite Teil zu, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das habe ich auf jeden Fall im letzten Jahr mit der lieben Miri gelesen, auch Green and Blood werden wir gemeinsam im September jetzt lesen, da haben wir uns jetzt schon einen Zeitpunkt ein bisschen ausgesucht. Ich freue mich sehr, denn die Geschichte geht an und für sich nicht mit den Charakteren Fire, wie hieß denn das erste Buch, Fire and Blood? Nein, ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr, sorry, ich Kopf gerade leer, war auf jeden Fall ein Highlight für mich. Und ich freue mich jetzt wirklich sehr auch auf den zweiten Teil, der, glaube ich, die Geschichte nicht so in dem Sinne weitererzählt, wie es ein zweiter Teil tut, sondern eben mit anderen Charakteren sozusagen die Geschichte aufgreift. Und die Charaktere kennen wir natürlich schon aus dem ersten Teil und ich freue mich da sehr drauf. Dann ist die englische Fotografin von Dinah Jefferies bei mir eingezogen. Ein Buch, das mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Das spielt ja in Indien. Und wir haben hier eben eine Fotografin, die vom englischen Königshaus nach Indien geschickt wird, die aber selbst in der Kindheit etwas ganz Schreckliches im Grunde erlebt hat. Und sie soll jetzt am Hofe des Maharajas sozusagen Fotos machen, die Familie ein Jahr begleiten und im Grunde so ein bisschen, also ich würde jetzt nicht sagen spionieren, aber eben so das Leben in Indien irgendwie kennenlernen. Und sie ist da natürlich auch nicht vor Liebe gefeit, vor dem Verliebtsein, vor diesen Dingen, was traut man Frauen zu und was nicht, wie war das
damals in Indien, wie weit waren vielleicht schon die Europäer, diese kulturellen Unterschiede, aber natürlich auch vor Lug und Trug am Königshaus, am Maharaja-Haus. Und das war eine sehr, sehr spannende Geschichte, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, die ich wirklich sehr packend, fesselnd fand. Auch so vom historischen Aspekt fand ich das einfach mit diesem britischen Empire und Indien mega spannend. Und ja, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Als Hörbuch ist eingezogen Die Beste meiner Welten von Ellen Mastai. Das war ein absolutes Highlight für mich. Das war wirklich großartiges Hörbuchkino. Die Idee, dass wir hier einen Protagonisten haben, der einen Vater hat, der eine Reise-Zukunfts-Zeitmaschine erfunden hat, die aber ja doch die Gesetze so ein bisschen ernster nimmt, als es manch andere Zeitreise sozusagen tut, was ich sehr grandios fand. Und ja, der im Grunde in einer Welt landet, die nicht die seine ist, in der wir auf einmal Luft holen müssen, die dreckig ist und schmutzig ist und Krankheiten können nicht geheilt werden und all diese Dinge. Also er landet im Grunde in unserer Zeit und erzählt uns in sehr direkter Weise, dass das eigentlich alles sehr bescheiden ist, wie wir hier so leben. Und das macht er auf unglaublich tolle Art. Auch der Schreibstil war unglaublich packend, denn er redet direkt mit uns als Leser. Er erklärt uns Dinge, er erzählt uns Sachen und er nimmt uns wirklich mit und beschreibt uns eigentlich, wie doof wir hier alle sind und wie man das ja eigentlich alles besser machen könnte. Und ja, das mögen manche bestimmt nicht, dass ihnen das so das Spiegel so vorgehalten wird. Ich fand die Geschichte absolut grandios. Für mich war das wirklich ein Highlight, Science-Fiction-Roman. Ich fand auch die Vertonung unglaublich gelungen. Und mir hat das Buch großen Spaß gebracht. Neu erschienen im August und auch bei mir eingezogen ist Im Turm von Josiah Bancroft, ein Buch, das mich schon vom Cover unglaublich gepackt hat. Denn es geht hier um den Turm von Babel, denn das ist das gewaltigste Bauwerk des seidenen Zeitalters. Er ragt so hoch in die Wolken hinein, dass niemand weiß, wo er endet. Und in seinem Inneren gibt es ganze Königreiche und unzählige Labyrinthe und tödliche Gefahren. Und ja, so ist es auch, dass der furchtsame Thomas Céline nun einen kurzen Blick auf dieses Weltwunder werfen möchte und dann eigentlich weiterreisen will. Und ja, er merkt aber doch, es zieht ihn etwas in diesen Turm und das Abenteuer beginnt. Und ich bin ein sehr interessierter Geschichtenleser und fand auch schon die Geschichten um den Turm von Babel, den Bau dazu, was das Biblische so damit zu tun hat. Also es wird uns ja auch im Grunde eine Geschichte erzählt, die irgendwie was mit der Bibel zu tun hat. Ja, wobei das ja auch nur eine Geschichte ist, aber das ist ja, ne? Aber ja, finde ich mega spannend, klingt auf jeden Fall interessant und es könnte tatsächlich einfach mal einen anderen Blick auf diesen Turm nehmen, dass der nicht mehr so mysteriös bleibt, wie man es sich vielleicht sonst in seiner Fantasie so vorstellt. Dann ist eingezogen Fox von Christina Dalcher. Das Buch wird ja absolut gehypt, auch im Sinne von die neue Margaret Atwood, das perfekte Buch, wenn man den Report der Markt liebte, mochte. Eine Zukunftsvision, wo Frauen einen Wortzähler an der Hand tragen und nur 100 Worte am Tag sagen dürfen. Sie dürfen auch nicht mehr lesen, sie dürfen keine Zeichensprache verwenden. Und das gilt für alle Frauen und Mädchen, ich glaube, ab dem dritten Lebensjahr. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, so in etwa. Und ja, ich habe das im August auch gelesen. Ich fand das Buch anfangs, ich sag mal bis zur ersten Hälfte, sehr, sehr gelungen und dachte schon, ja, diese Idee, ich verstehe ja auch die Angst dahinter, warum jetzt auf einmal so diese Bücher, also nach Dystopien, wo ja im Grunde immer die ganze Bevölkerung unter einem Diktator herrschte, kommen ja jetzt sehr viele Dystopien, Science-Fiction-Romane, wo im Grunde nur eine Menschengruppe, und in dem Fall sind es eben Frauen, Angst um ihre Worte haben, um ihre Macht haben. Und ich kann diese Angst tatsächlich verstehen. Es gibt genügend Länder auf dieser Welt, wo das ja im Grunde so ist, wo die Männer im Grunde einfach die Macht an sich gerissen haben. Und man muss auch einfach eigentlich in moderne Länder gucken, wie es da manchmal noch so zugehen könnte. Und ich kann die Angst verstehen, muss aber ehrlich sagen, dass ich die Charakterin überhaupt nicht verstanden habe, dass ich die unter aller Kanone fand. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es extrem männerfeindlich war. Das fand ich bei der Gabe viel, viel schlimmer dargestellt. Selbst Sleeping Beauties war ja von King, war ja auch ein bisschen männerfeindlich. Aber ich glaube einfach nicht, dass die Menschen und besonders auch die Männer so reagieren würden, wie das in dieser Geschichte ist. Natürlich gibt es immer ein paar Trottel, gar keine Frage, die diesen Machtwechsel wahrscheinlich toll finden. Ich glaube auch, dass Männer, wenn sie nur Frauen haben,
dass das vielleicht auch noch irgendwie überwindbar ist, aber ich glaube, spätestens wenn es um die Töchter geht, dass dann die Männer irgendwie den Kopf schütteln würden und sagen würden, nee, in dieser Generation noch nicht. Und ich glaube nicht, dass ein Wandel, das glaubte ich schon bei der Reporter Markt, als auch bei Vox nicht, dass das innerhalb von 5 Jahren gefühlt irgendwie passiert. Also wenn, dann muss es ja wirklich mit sehr viel Tod und sehr viel Widerstand, der dann im Grunde ja niedergemetzelt wird, geschehen. Und ja, das ist so ein bisschen Vox. Ich kann verstehen, dass das ein interessantes Thema ist. Ich kann auch die Angst dahinter verstehen, dass man eben Angst hat, als Frau irgendwann seine Worte wieder zu verlieren, die man sich ja hart erkämpft hat. Frauenwahlrecht und sonstige Themen. Aber ja, man darf das nicht mit so einer Protagonistin machen, denn ja, das kann nur gefühlt in die Hose gehen. Und das ist was mir dann so ab der Mitte tatsächlich nicht mehr so gut gefallen hat. Ich fand es tatsächlich gut, ich habe es auch gerne gelesen, aber es gab einfach viel zu viele Punkte, wo ich mir dachte, ach Mensch, eine andere Richtung wäre mir da lieber gewesen. Ja, jetzt wird es gefühlt hier immer dunkler. Ich hoffe trotzdem noch, dass man mich einigermaßen sieht. Es zieht sich gerade draußen ein bisschen zu. Das habe ich natürlich nicht irgendwie bedacht beim Drehen, aber ja. Dann ist von Markus Heitz Doors, der Beginn, bei mir eingezogen. Ein Buch, das ja spontan bei mir eingezogen ist, als E-Book auch kostenlos erhältlich ist. Das ist der Auftakt einer neuen Reihe. Und man beginnt bei The Doors eben ja die Geschichte kennenzulernen auf 80, 90 Seiten. Und am Ende wählt man eben eine Tür, durch die man sein Expeditionsteam schickt. Und es wird im Oktober 3 Bände geben, die jeweils eine dieser Türen im Grunde repräsentieren. Und man entscheidet jetzt im Grunde nach The Doors oder nach Doors, in welche Tür man hineintritt, und dieses Buch liest man dann. Alle Bücher, die 3, die da folgen, sind unabhängig voneinander, können auch komplett allein gelesen werden sozusagen. Es macht natürlich vielleicht schon Sinn, Doors gesehen zu haben, aber oder gelesen zu haben, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass nicht mal das notwendig ist, dass einem genug Infos in den Büchern gegeben werden. Und ja, wir haben hier eine Zukunftsvision, wir haben eine alternative Version der 30er, 40er Jahre und eine sehr blutrünstige Version. Und tatsächlich ist es die, die mich doch sehr, sehr anspricht. Ja, mich sprechen gefühlt zumindest 2 von 3 auf jeden Fall an. Die Bücher werden, glaube ich, so auch um die 350, 400 Seiten haben, um die 10 Euro kosten. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich da einfach 2 dieser Bände Minimum lese. Es wäre natürlich schon spannend, so jedes zu sehen. Und ja, es erschließt sich einem die ganze Geschichte wohl doch, oder besser, wenn man sie alle 3 gelesen hat. Aber ja, sie gehen wirklich so alternative Wege. Und das finde ich eine grandiose Idee. Und auch so dieser Werbeaufzug dazu finde ich großartig. Und Markus Heitz kann ja definitiv schreiben, auch wenn er mich nicht immer zur Gänze überzeugen konnte in manchen Büchern. Aber andere habe ich wiederum sehr gefeiert. Und ja, ich freue mich hier auf diese Geschichte. Und dann ist als Hörbuch bei mir eingezogen Die Frauen vom Löwenhof, der 2. Teil Mathildas Geheimnis von Corinna Bohmann. Ich habe ja den 1. Teil des Löwenhofes sehr, sehr geliebt und so auch den 2. Teil. Hier geht die Geschichte im Grunde weiter. Wir erfahren natürlich, was mit den Charakteren aus dem 1. Teil passiert. Manche davon gibt es natürlich noch, in welcher Form und sonstiges kann man natürlich jetzt nicht erzählen. Das würde den 1. Teil spoilern. Und wir sind eben in Schweden auf diesem Löwenhof. Wir sind hier, glaube ich, in den 30er, 40er Jahren. Ja, wir haben auch den 2. Weltkrieg zum Thema. Zum Glück aber nur sehr oberflächlich angerissen, was ich persönlich sehr gut fand. Und für mich ist das auch einfach ein wichtiger Punkt, dass das nicht in Gänze in allen Details und allen blutigen Facetten sozusagen gezeigt wird. Ich bin einfach des 2. Weltkriegs überdrüssig in Geschichten, woran ich tatsächlich selbst schuld bin, weil ich das einfach mal eine Zeit lang sehr gesuchtet habe und es jetzt einfach nicht mehr sehen kann. Und ja, umso schöner, dass das hier im Grunde nicht so den kompletten Spiegel im Grunde draufhält oder den Fokus so drauf zielt. Und ich finde den Stil von Corinna Bohmann sehr entschleunigend, sehr entspannend, sehr wohltuend. Das ist ein sehr schöner, sprachlich gestalteter Schreibstil, der einen auch so ein bisschen was mitgibt und einen so ein bisschen, ja, auch das Herz berührt und einen ja so ein bisschen Freude einfach bringt. Das klingt jetzt total schwulstig, aber ja, mir gefällt das sehr, sehr gut. Leider war Mathilda nicht ganz mein Charakter. Ich konnte an vielen Dingen nicht so was mit ihr anfangen. Da fand ich Agneta im 1. Teil durchaus echter und auch
ja, fraulicher, wenn man das so sagen kann, trotz der Dinge, die sie da so tat. Und ich bin auch sehr jetzt gespannt auf Solveig, die wir ja im dritten Teil kennenlernen werden, wo man jetzt natürlich am Ende des zweiten Teils schon weiß, wer das ist, wie man ja gefühlt auch schon relativ schnell wusste, wer Mathilda ist. Ja, aber ich bin sehr gespannt auf den dritten Teil, der im Dezember erscheinen wird. Und auch den werde ich bestimmt hören, weil mir auch hier die Vertonung wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Und jetzt kommen wir zu den ersten echten Büchern, die, glaube ich, erst so ab Mitte des Monats oder sogar erst im letzten Drittel bei mir eingezogen sind. Die liebe Kerstin Merkel hat mir Silence zukommen lassen, beziehungsweise der CW Niemeyer Verlag. Kerstin Merkel war ja oder ist ja die Buchhändlerin im Hugendubel in Frankfurt, die Thorsten und mich so wunderbar und auch Paddy und Phil so wunderbar ja, durch die Buchhandlung geführt hat, mit der wir ganz, ganz tolle Gespräche geführt haben und mit der ich seitdem eben auch im Kontakt so ein bisschen stehe über Facebook und Instagram. Und ich habe ja auch Insaney, ihr erstes Buch sozusagen hier, was ich zu meiner Schande gestehend noch nicht gelesen habe. Und ja, ich jetzt aber, glaube ich, tatsächlich sogar erst Silence starten werde. Denn es heißt so schön, das stille Echo der Flut, kannst du es hören? Und es ist ein absoluter Wälzer, es klingt mega spannend und ich bin total gespannt, wie Kerstin Merkel Fantasy schreiben wird. Es war schon so, dass mich das erste Buch von ihr total angesprochen hat. Wir sind hier auf dem Meer und es heißt schön, und das schwarze Schiff mit seiner grauenvollen Wahrheit scheint immer weniger als eine Wellenlänge voraus zu sein. Es klingt super spannend und ich freue mich jetzt im Herbst, das auf jeden Fall anzupacken. Ich denke mal, September habe ich es mir eigentlich vorgenommen, so auf Ende. Ich hoffe, ich schaffe das. So in der Woche, es sind 800 Seiten, wenn ich mich jetzt nicht irre, ja, 850. Man kann das gut in der Woche schaffen, wenn es packend und fesselnd ist. Und ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und dann seht ihr es auf jeden Fall auch in ja, einer Bücherwoche von mir. Und ich bin total gespannt und freue mich einfach, dass Kerstin hier auch an mich sozusagen gedacht hat und mir das Buch hat über den Verlag zukommen lassen. Dann habe ich in Berlin entdeckt, als ich im August in meinem Urlaub in Berlin war, Die Wahrheit über Dinge, die einfach passieren, von Ali Benjamin. Ein Buch, das ich im Hugendubel Verlag entdeckt habe, und ich es einfach mega spannend fand, auch das Cover mit der Qualle super schön fand. Und es geht hier um, also es ist ein preisgekröntes Debüt, was feinfühlig erforscht, was es heißt, am Leben zu sein. Eine ergreifende Geschichte der Selbstfindung und ein großer Blick auf unsere Existenz. Und ich glaube, es geht hier um ein 12-jähriges Mädchen und das Innenleben dieses Mädchen. Und hier heißt es so schön, was auch immer du sagen willst, mach den Mund auf und sag es einfach. Das rate ich dir, lass die Welt wissen, was du denkst. Und ich fand das, es hat mich irgendwie angesprochen vom Cover, von den Infos hinten. Es steht jetzt vom Klappentext tatsächlich nicht sehr viel drin und ich bin einfach mega gespannt. Und ja, der Hansa Verlag, finde ich, hat ja auch immer sehr besondere Bücher und ich bin sehr gespannt, ob mir das gefallen wird und ob mich das packen wird. Und ja, möchte ich auf jeden Fall auch sehr bald lesen. Dann hat mir ein lieber Freund ja ein Highlight-Buch in echt sozusagen zugeschickt. Und zwar der erste Teil von Size, Die Hüter des Todes von Neil Schusterman. Ja, ich habe ja Size damals gehört, war absolut begeistert von der Vertonung, habe das ja absolut geliebt und ich denke, wenn der dritte Teil herauskommt, werde ich auf jeden Fall auch Teil 1 und 2 nochmal hören und die Geschichte nochmal aufsaugen. Es ist das Beste, was ich seit langem in der erwachseneren Jugendliteratur gelesen habe. Es ist ja auch so eine düstere Science-Fiction-Vorstellung, dass man im Grunde, ja, endlos leben kann und es eben die Sais gibt, eine Gilde, die im Grunde, ja, den Tod darstellt. Und wir hier im Grunde zwei Jugendliche begleiten, die eben in diese Gilde aufgenommen werden sollen und ja, ihren Lehrmeister auch kennenlernen und so ein bisschen auch die ganzen Intrigen und das Machtgehabe dahinter. Und unglaublich spannend, packend. Es hat mich förmlich vor Neugier zerrissen, das muss man ganz ehrlich sagen. Die Vertonung war großartig. Ich habe ja leider nur den ersten Teil gehört. Den zweiten habe ich ja dann selbst gelesen, weil die Vertonung auf sich hat warten lassen. Und ja, ich habe das eben nur als Hörbuch. Und ja, ein lieber Freund von mir hatte es jetzt eben auch doppelt und hat gesagt, er übergibt mir gerne sozusagen den ersten Teil, weil das ist ein absolutes Highlight-Buch, was einfach im Regal stehen muss.
Und so landet es jetzt dort auch und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und ich freue mich mega auf den dritten Teil. Bin sehr, sehr gespannt, wann er kommt und dann wird das auf jeden Fall beides nochmal gehört sozusagen. Das ist irgendwie kein echtes Deutsch. Aber ja, ihr versteht und wisst, was ich meine. Und das letzte Buch ist auch wieder ein echtes Buch. Und es ist faszinierend, dass die erst alle so auf Ende des Monats eingezogen sind. Und zwar ein neuer Tolkien ist bei mir eingezogen. Nein, er ist natürlich nicht neu. Es ist der Fall von Gondolin. Es ist illustrierte Ausgabe von Alan Lee und wurde von seinem Sohn Christopher Tolkien herausgegeben. Und es ist im Grunde ja das erste Zeitalter, wenn ich mich nicht irre. Ja, die dritte große Geschichte aus dem ersten Zeitalter von Mittelerde. Und wo im Grunde das erste Mal das Böse auf Mittelalter trifft und auf Mittelerde trifft und eine Geschichte, die sonst, glaube ich, im Silmarillion enthalten ist und ich glaube in den verschollenen Geschichten, ich bin mir gerade nicht sicher, in irgendeinem der vielen Bücher von Tolkien und jetzt eben im Grunde an einem Stück auch herausgegeben, was ich sehr schön finde und eben auch mit Illustrationen, die ich immer großartig finde von Alan Lee. Und ich bin absolut happy, dass mir das Buch der Klett-Cotta Verlag zur Verfügung gestellt hat und freue mich da jetzt auch drauf, da wir ja im Oktober auch mit dem Herr der Ringe Reread beginnen, passt das ja ganz gut, vielleicht noch schnell vorher den Fall von Gondolin zu lesen, um so im ersten Zeitalter kurz zu verweilen, bevor es dann ins dritte Zeitalter geht, wo ja dann der Hobbit und der Herr der Ringe passiert. Ja, das waren meine 16 Neuzugänge aus dem August. Die Sprache hat nicht immer so ganz mitgemacht. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen für euch erträglich. Es hört sich komischer an, als es sich anfühlt. Es ist halt einfach noch ein bisschen kratzig, aber das wird auch gar. Ja, 16 Bücher, wo doch auch schon einiges gelesen wurde, was mich natürlich besonders freut, wenn Bücher neu einziehen und gefühlt gleich weggesuchtet werden. Ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen. Also sowieso, wenn man dann Bücher auch relativ schnell so in einem wegsuchtet, ist das ja immer ein gutes Zeichen. Und besondere Bücher, natürlich jetzt wie bei Size, das zählt jetzt natürlich nicht als Subbuch. Das habe ich ja schon gelesen, das bekommt jetzt einen würdevollen Platz in meinem Regal. Und freue ich mich sehr, dass das jetzt hier ist. Und ansonsten habt ihr jetzt hier die anderen Neuzugänge auch schon gesehen. Vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Buch auch selbst bei euch einziehen lassen und vielleicht schon gelesen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, vielleicht auch, wie viele Bücher bei euch eingezogen sind und was ihr davon vielleicht auch schon gelesen habt, von welcher Neuerscheinung ihr total begeistert wart. Schreibt mir das gerne, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Danke euch fürs Zusehen, auch fürs Zuhören, was gerade die etwas komische Stimme angeht, aber ich denke, wir haben das alle hoffentlich gut überlebt. Danke euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.